So, willkommen zurück zu The Cave. Lassen wir den Hillbilly noch ein bisschen googeln. Oh, ich habe den Schraubenschlüssel vergessen. Verdammt. Das ist natürlich nicht gut. Wo habe ich den liegen gelassen? Oh Mann. Ja, du Armer. Ach herrje, ist das schön. Das war ein bisschen zu viel. Und das bringt uns natürlich schnell zum Schraubenschlüssel. Den muss ich mitnehmen. So, natürlich die falsche Taste gedrückt. Mit A hüpft man natürlich. Boah, ich habe das Spiel jetzt echt schon lange nicht mehr gespielt. Also in der Zwischenzeit war ich ja auch krank. Ja, jetzt geht's endlich weiter, Gott sei Dank. Denn ich will auch schon langsam wissen, wie es hier weitergeht. Ich bin ja schon so gespannt. Bis hierher gespielt. Und dann weiß ich jetzt nicht, was als nächstes kommt. Ja, nicht absaufen hier, nicht ertrinken, Hillbilly. Du hast die Fähigkeit hier, die Luft richtig lange anzuhalten und unter Wasser zu atmen. Jo, die Wissenschaftlerin, die brauchen wir. Und hier haben wir ein Rummelticket. Wir brauchen ja genau eins hier. Okay, null. Brauchen null für das Feuerzeug. I'm not sure taking up smoking is the right cure for a broken heart. But I don't think that is the Hillbilly's plan. Is this really the path he wants to go down? Wir werden sehen. Dann zünden wir alles an. Der Heuballen brennt hier! Wie verrückt! Wise Lord Tennyson penned the line, it's better to have loved and lost than to have never loved at all. He had clearly never met this group. Kalt wird dem Burschen hier sicher nicht, aber ich komme hier trotzdem nicht vorbei, obwohl das brennt wie Sau. Was ist denn hier los? Leute, ich komme nicht weiter, was muss ich tun? Boah, hier brennt ja wirklich alles. Ach du meine Güte. Ich muss wahrscheinlich nach oben, anders geht's gar nicht. Ah, doch hier vorbei. Boah, Feuerwerk, wuhu. Na gut. Weiter geht's. Welche Challenge kommt als nächstes? Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Zwillinge. Ach so, jetzt kommt... nein. Kommt jetzt das mit der Mine? Es gibt ja so Zwischenquests quasi. Ja, genau, jetzt kommt die Mine. Oh, das Minenquest. Das heißt, ich werde den Teil einfach überspringen. Ich will reden. Ja, du sagst es, denn ich will hier jetzt endlich weiterreden. Und zwar, es gibt ja die neutralen Quests, also einerseits das ganz am Anfang mit dem Monster, dann das hier mit der Mine und das mit der Insel. Ich glaube, das sind die drei, ja. Und eben die drei Charakterquests. Gut, wir sehen uns dann wieder, wenn's mit den Zwillingen oder mit der Wissenschaftlerin weitergeht. Und ich bringe ihm dabei seine Three-Man-Cars. Bis später. The miner wasn't such a bad guy. He was down here a long time, and that'll take its toll. Obtaining the thing you desire most isn't always as hard as it's made out to be. But it will change you. And that, my friends, is what's hard. Wo sind wir jetzt hingekommen? Jetzt bin ich doch sehr, sehr gespannt. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo man mit dem Hillbilly tauchen konnte, wenn man ihn hatte. Aber ich hatte ihn damals noch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Wo kommen wir jetzt bloß hin? Okay, wir kriegen nur hier eine Wandmalerei, eine Höhlenmalerei. Jahre später ein Job auf dem Jahrmarkt. Gut, sonst ist hier nichts. Also, Rätsel gelöst. Aber dann wechsle ich gleich hier rüber. Da bin ich doch um einiges schneller. So, welche Challenge kommt jetzt? Okay. Man muss wahrscheinlich oben lang für die Abenteurerin, für diese Challenge. Kann ich jetzt natürlich nicht, ich habe keinen Haken. Ja, es geht sich nicht aus. Keine Chance, das klappt nie und nimmer. Okay, hier haben wir trotzdem eine Wandmalerei. Doch, haben wir. Schau mal genau hin.
Was? Ist das keine? Puh, das ist auch schon zu lange her. Hm. Tja, gute Frage. Und wo geht's hier lang? Okay, also hier ist Sackgasse. Nur, was ist das hier, wenn das keine Wandmalerei ist? Nein! Naja. Gut, dann gehen wir eben weiter. Und zwar hier entlang. Caution is in order, for we are about to enter a very grim part of our journey this evening. Grim not because of the atrocity we are about to witness, but because of who is going to commit it. I speak of those darling children, the twins. Watch, but don't be afraid to avert your eyes, especially if you yourself are a parent and you enjoy making soup. Jetzt müsste ich eigentlich hier vorbeikommen. Also halten. So. Aber die Zwillinge können doch zwei Schalter auslösen. Wie funktioniert das dann? So, und jetzt muss ich... Vielleicht ist es zeitbedingt? Kann das sein? Nein. Puh. Was ist hier bloß los? Vielleicht so, dass ich... Ja, so wird's funktionieren. Was? Genau. Und die Zwillinge. Jetzt! Und jetzt halten. Ja, so funktioniert's. Okay, man. You don't want to know the building permit hell I went through to build that thing down here. It does have walk-in closets. It's those small touches that make the difference when it comes time to put it on the market. Boah, das ist knapp. Okay, interessant. Was können wir hier mit den Zwillingen bloß tun? Es dürfte das Haus der Zwillinge sein, oder? Nicht? Ja, nein, vielleicht. Hier haben wir einen Typen. Hm. Also der Bereich doch um einiges größer. A beautiful house in the cultural heart of Victorian London. Two loving and caring parents. What could children want more? Apparently, what they desire most is freedom. Freedom from bedtimes and chores. Freedom to run wild with no one to hold them back. We're about to see what happens when two adorable children snap. Oh. Oh, oh. Na gut, hier komme ich nirgends rein. Und Dietrich brauche ich wahrscheinlich. Dachbodenluke. Ach du meine Güte. Das ist echt riesig, aber ich kann hier nichts machen. Ich kann also nur ganz unten weiter. Ich komme ja hier nirgends rein. Hier garantiert nicht. Hm. Wahrscheinlich muss ich aber erst den Rauch ausmachen, damit ich vom Kamin runterkomme zum Dietrich. Ja, schauen wir mal. Terribly sorry, loves. I can't let you go out and play with your friends until you've had your supper. Your mom's making your favorite. Sausage and tater soup. Gut, nun was kann ich mit dem Regenschirm hier machen? Kann ich auf jeden Fall mal mitnehmen. War ich hier schon? Das Haus ist ja riesig, das ist ja fast ein Labyrinth. So viele Leitern in diesem Haus, wow. Wasserhahn. Schauen wir mal, drehen wir mal ab. Okay. Hm. Keine Ahnung, was das bringen soll. Was haben wir sonst noch? Irgendwo muss was gehen. Vielleicht muss ich auch erst draußen was machen. Was mit dem Hund? Ich verirre mich hier, ich sehe schon. So viele Türen. Hier haben wir das Hundefutter. Naja, aber da muss ich doch hier zuerst was machen, denn das Hundefutter ist ziemlich wichtig für draußen. Hier haben wir die Mutter. Quiet
Run! You don't want to disturb the dear twins. Hammer! Sounds like the nice little doggy of yours is famished. Would you two be dears and go fetch him his dog food? I think your dog would rather have some delicious dog food. Your father put it in the basement. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen kann. Also mit dem Hammer kann ich mir vorstellen... Okay, das geht nicht. Kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht den Wasserhahn oben kaputt machen kann? Nur für was? Ich denke, den kann ich keins drüber ziehen. Das wäre zu offensichtlich. Ansonsten... Warte mal, hier sind wir... Von hier sind wir ja gekommen. Also dann muss ich jetzt nach oben. Wo war das Bad? Leute, zeigt mir, wo das Bad ist. Boah, das kann doch nicht so schwierig sein. Das Bad war doch viel weiter unten, oder? So weit herum war das nicht. Garantiert nicht. Nein, die Pflanze kann ich hier auch nicht rausschlagen. Behälter kaputt machen. Diese Tür? Nein. Auch keine Chance. Dachbodenluke. Ah, da könnte ich den Regenschirm gut gebrauchen. Für die Dachbodenluke. Na toll, jetzt kann ich wieder ganz nach unten latschen. Aber da werde ich jetzt hoffentlich das Bad irgendwo auf dem Weg finden. Hier. Hier vielleicht? Nein, von da bin ich gekommen. Verdammt! Es war aber links. Dann muss es hier links sein. Ja, genau. Und hier jetzt nach oben. Hier war's. Jawohl. Ja, hau drauf! Junge! Bist du sonst nicht so? Na gut, jetzt kann ich wieder runterlatschen, Riemchen holen und dann kann es nach oben gehen. Zur Dachbodenluke. Nee. Okay, hier ist schon Endstation. Dann wohl doch hier entlang. Lass ich mal den Hammer einfach hier liegen. So, lieber Regenschirm, ich brauche dich jetzt. Jetzt wieder ganz nach oben latschen. Nein. Und dann hoffe ich, dass ich die Dachbodenluke aufkriege. Sonst würde ich den ganzen Weg wieder umsonst laufen. Okay, also hier geht's ganz zum Schluss weiter. Hier stand ja Höhlentour. Also, beim Vater kommen wir erst ganz am Ende, wie es aussieht, vorbei. Ah, Lift. Unten war ja der Schalter. Vielleicht galt der für den Lift. So, und jetzt... Yes, es hat funktioniert. Traumhaft. Okay. Höhlenmalerei. Beim nächsten Mal teuflischer. Nächster Versuch. Ah ja, das können wir alles. Okay. Ah, aber... Lose Holzstiele. Da brauche ich jetzt den Hammer, oder wie? 100 Pro. Das ist vielleicht eine Falle. Hier ist Sicherungskasten. So, wegschieben, natürlich. Jawohl. Okay, also am Dachboden, hier muss ich wahrscheinlich irgendwie eine Falle vorbereiten. Das kann gut sein. Das würde mir durchaus einleuchten. Oh, hier war der Sicherungskasten, genau. Jetzt kann ich wahrscheinlich mit dem Lift fahren. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. Aber wir müssen... von ganz von unten wahrscheinlich hochfahren. Gut. War hier noch? Nein, 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 hier war kein Lift. Eine Etage tiefer vielleicht. War das hier? Ja, hier. Hammer! Den brauchen wir für ganz oben. So. Liebe Fisch. Alles klar.
Hui, geil. Yes. Okay, was können wir hier machen? Leerer Nachttopf, für was brauche ich den? Boah. Wasser einfüllen, natürlich. Genau, und oben zum Ausrutschen wahrscheinlich. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Na gut, dann machen wir das im nächsten Part von The Cave. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Boah, die Challenge ist echt cool. Also, mit den Twins geht's hier ordentlich zur Sache. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.